Endlich ist der heutige Tag gekommen. Endlich kann ich weg von all den Verpflichtungen des Alltags. Versteht mich nicht falsch. Es tut mir gut, wieder einen festen Tagesablauf mit Uni, Arbeiten und Co. zu haben und nachmittags nach Hause zu kommen mit dem Gefühl, etwas geschafft zu haben. Meine innere Stimmung hat sich seit dem Semesterstart wirklich merklich verbessert. Sie hält immer weiter auf und ich habe das Gefühl, dass ich allmählich beginne zu heilen. Ich versuche, mutiger in die Zukunft zu blicken, ein paar Pläne zu schmieden und Entscheidungen ohne Angst zu treffen, sondern mit voller Zuversicht und Vertrauen, dass ich das auch wirklich schaffen kann. Doch hin und wieder schleicht sich eine Frage in meine Gedanken, die ich gerne für mich beantworten würde. Es würde vieles vereinfachen, besonders die Auswahl meiner nächsten Schritte. Es ist die Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Als Jugendliche verspürte ich den Drang, so weit weg wie möglich von meiner Heimat zu gehen. Ich wollte die Welt sehen, einen Neuanfang wagen und mich selber finden, ohne dabei zu bedenken, dass mir die Welt, so wie sie ist, ja vielleicht auch gar nicht so sehr gefällt, wie ich eigentlich dachte. Ich habe immer nur gesehen, was mir fehlt, aber nicht das, was mir gut tut und was sich direkt vor meinen Augen befindet. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie sehr ich mich auf den Moment gefreut habe, endlich mal wieder für eine Woche in die Heimat zu fahren. Ich nehme mir gern einen Gedanken mit auf meine Reise und versuche dann in der Zeit vor Ort eine Entscheidung für mich zu treffen. Meistens suche ich vor Ort das Gespräch mit verschiedenen Menschen und höre mir ihre Meinung dazu an. Aber oft gehe ich auch einfach in die Natur und suche die Stille. Wenn es um mich herum leise ist, dann kann ich mich besser auf mein Inneres konzentrieren und beobachten, wohin meine Aufmerksamkeit wandert und wo sie verweilt. Denn oftmals ist es doch so, die meisten Probleme verändern ihr Gesicht, sobald die Sonne darauf scheint. Vor einigen Tagen hörte ich, wie ein Mädchen sagte, dass sie gar nicht so richtig wisse, wer sie ist. Sie sei auf der Suche nach sich selbst und, naja, fast hätte ich ihr geantwortet, dass es mir so ähnlich ginge. Doch in diesem Moment wurde es mir dann zum ersten Mal so richtig bewusst. Ich weiß, wer ich bin. Ich habe mich längst gefunden. Denn ich bin ich mit all meinen Facetten. Das Einzige, was mir aber lange Zeit fehlte, war die Akzeptanz dazu gewesen. Ich wusste, wer ich war, aber ich wollte jemand anderes sein. Ich wollte zum Teil der Masse werden, um endlich dazuzugehören und mich nicht mehr länger einsam zu fühlen. Ich wollte produktiver werden, schlanker, schöner, stylischer. Irgendetwas, was mich positiv abhebt, aber doch mit den anderen verbindet. Also traf ich Entscheidungen, von denen ich dachte, sie würden mich den auserwählten Menschen näher bringen. Doch der Preis dafür war jener, dass ich mich immer weiter von mir selbst entfernt habe. Ich betrachtete mich immer mehr von außen, ohne zu erkennen, was mein Inneres eigentlich auszeichnet und was mich im Speziellen liebenswert erscheinen lässt. Ich habe nie daran gedacht, dass es gleichzeitig auch ein Wegweiser für mich sein kann, zu den Dingen, die ich eigentlich brauche. Tatsächlich glaube ich, dass die ganze Depressivität in mir ein Befreiungsschlag ist. Die Möglichkeit aufzuwachen und mein Leben so zu verändern, dass ich leuchten kann und zu dem stehe, wer ich nun mal bin. In unserem Garten wachsen 4 Tannenbäume, die wir damals von unserem Schrebergarten hierher mitgenommen haben, als wir umgezogen sind. Seit fast 20 Jahren stehen sie nun schon hier und sind tief mit diesem Ort verwurzelt.
Jeder dieser Bäume steht für mich für jemanden aus meiner Kernfamilie. Und der Baum meiner Mutter reicht tatsächlich am weitesten zum Himmel. Ich erinnere mich sehr gerne daran, als mein Tannenbaum noch ganz klein war. Also viel kleiner als ich mit meinen 5 Jahren damals. Ich bin immer wieder über ihn herübergesprungen und hatte riesigen Spaß daran. Heutzutage klappt es natürlich nicht mehr, denn er überragt mich um viele Meter. Doch ich bin froh, dass er für sich selbst so einen sicheren Ort gefunden hat, an dem er wachsen konnte, bis er seine volle Größe erreicht hatte. Er zeigt mir immer wieder, dass es möglich ist, über sich selbst hinauszuwachsen, auch wenn vielleicht die Startbedingungen nicht so optimal waren. Es wird wahrscheinlich noch seine Zeit dauern, bis ich das Gefühl habe, endlich irgendwo angekommen zu sein. Ich kann heute auch noch gar nicht sagen, wo das sein wird. Vielleicht werde ich auch mittendrin irgendetwas finden, von dem ich gar nicht wusste, dass es so sehr zu mir gehört. Wer weiß das schon? In der Therapie habe ich gelernt, dass unsere Gefühle oftmals auf frühere Bewertungen einer Situation zurückzuführen sind. Erleben wir diese Situation häufiger oder sehr intensiv, entsteht daraus eine innere Haltung, die wir als die Wahrheit oder das Echte betrachten. Es ist natürlich auch für euch kein Geheimnis, dass Wege entstehen, wenn man sie geht. Doch haltet diesen Gedanken noch ein wenig länger fest. Wer immer wieder die gleiche Abkürzung über eine Wiese nimmt, bildet früher oder später einen Trampelpfad. Irgendwann wird aus diesem Pfad ein Weg, eine Straße, eine Überholspur. Diesen Vorgang bezeichnet man in der Therapie auch als neuronale Autobahn. Ein Verhalten wird verinnerlicht, bis dessen Muster uns nicht mehr bewusst wird im Alltag. Doch wenn wir versuchen, unser Dasein mit neuen, anderen Erfahrungen zu füttern, verändert sich mit der Zeit auch die Sicht auf unsere Wahrheit. Wir bauen unsere inneren Ängste ab und hören mehr auf das, was unser Inneres uns mitteilen will. Wir lernen, dass die Wahrheit unseres Lebens wandelbar ist und sich mit uns verändern kann. Wir haben es in der Hand, unsere Erfahrungen mitzugestalten. Wir haben jeden Tag die Chance zu heilen, zu wachsen und jeder dieser Tage kann auch ein Neuanfang sein. Wir können jeden Tag einen anderen Weg einschlagen und einen neuen Trampelpfad bilden. Ich wünsche mir wirklich, dass ich das mit euch zusammen erleben kann.